als wäre es ein Evangelium für unsere Zeit. Natürlich ist das Evangelium immer für unsere Zeit. Immer spricht es in unsere Zeit, auch in die Jetztzeit hinein, auch wenn wir das manchmal lieber nicht wahrhaben wollen oder nicht gleich sehen. Aber dieser unverschnörkelte Ruf des Blinden an Jesus: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und seine klare Bitte: er weiß, was er will und was er braucht. Herr, ich möchte wieder sehen können. Das müsste unablässig in unserem Mund und in unserem Herzen bewegt werden, genau diese Worte. Vielleicht braucht es gerade heute gar kein anderes Gebet als diese beiden Worte. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. In leichter Abwandlung ist das große Jesusgebet, das die Menschen, nicht nur die Mönche der Ostkirche, unablässig vor sich her sagen, in sich selber bewegen, sich durch dieses Wort zu Christus hinziehen lassen. Verbunden mit dem Wunsch, ich möchte wieder sehen können. Ja, sind wir denn blind? Natürlich, trotz mancher Sehbehinderung, unter der die eine oder der andere zu klagen hat. Ich glaube, das ist die größte Blindheit unserer Zeit, auch in der Kirche, dass wir gar nicht merken, dass wir blind sind. Das Denken ist alles klar, es ist alles weiß. Ja, so ist das, wenn man im Nebel steht. Es ist alles weiß, alles ist schön weiß. Aber es ist Nebel. Und es ist nicht Klarheit. Man braucht nur in unterschiedliche, bleiben wir dabei, wir könnten das genauso gut für die politischen Situationen sagen, in unterschiedliche Gruppen hineinzugehen, in unterschiedliche Konstellationen hineinzugehen. Und man fragt sich zuweilen, ist das die gleiche kirchliche Gemeinschaft? Ist es die gleiche Konfession? Sind das auch Priester? Sind das auch Getaufte? Die Verwirrung ist heute größer denn je. Herr, ich möchte wieder sehen können. Das Wunderbare an diesem Ruf ist, dass es niemanden verurteilt. Der Ruf sagt ja nicht irgendwie, dass man etwas Besseres ist, sondern bekennt, dass man keinen Durchblick hat, keine Perspektive, keine Klarheit, die so wichtig wäre. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ich möchte wieder sehen können. Vielleicht nehmen wir diesen Ruf, dieses Gebet und diese Bitte mit. Wir brauchen dringend mehr Klarheit. Egal, ob es die Lebensformen angeht, ob es die kirchliche Lehre angeht, was auch immer. Die Unklarheit nimmt eher noch zu. Herr, ich möchte wieder sehen können. Und Jesus sagte zu ihm: Du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er pries Gott. Das ist das Ziel, dass man durch diese Klarheit und durch dieses Sehen können nicht sich selber groß macht, weil man jetzt eben den Durchblick hat, sondern dass man Gott freien Herzens loben kann. Ihm sein Leben überantwortet, wie wir das in dieser Woche im Tagesgebet sprechen. Das ist das Ziel. Und wir sollten uns vielleicht zuerst, bevor wir uns daran machen, Jesus so zu bitten, inständig zu bitten und daran zu glauben, dass er uns wirklich helfen kann, wir sollten uns vielleicht zuerst darüber klar werden, auch als Kirche, ob das unser Ziel ist. Denn wenn wir das nicht zum Ziel haben, helfen auch unsere Bitten nichts. Dann werden sie gewiss nicht erhört, wenn sich andere, fremde Motive einmischen. Also werden wir uns klar über unser Ziel und bitten wir Jesus inständig und preisen ihn, damit unser Glaube gestärkt wird und unser Leben gelingt.